Gar keinen Bock. Oh nein, es wird ernst. Dreck! Ah! Digga! Da! Yo, was geht ab, Chabos und Chayas? Willkommen zurück auf meinem Dreckskanal und heute gibt es ein kleines Problem. Und zwar bin ich heute Morgen aufgestanden und auf meinem rechten Ohr, ich höre einfach nichts, Bruder. Ich höre einfach nichts. Einfach so, Bro. Noch ein bisschen kann ich hören, wenn ich jetzt mein linkes Ohr hier zuhalte. Ich kann mich selber verstehen, aber wenn ich jetzt die Mucke hier ein bisschen anmachen würde, was ich leider nicht machen darf wegen dieser scheiß Gamma-Sache, glaube ich. Ich mach mal kurz Fenster auf. Bro, ich höre einfach gar nichts, Bruder, gar nichts. Hallo, Bro, Digga. Mein rechtes Ohr ist am Arsch, Bro. Bevor wir also jetzt hier mit der Challenge anfangen, muss ich den Arzt anrufen, Bro. Wir müssen hier den Arzt kontaktieren und mir einen Termin organisieren. Bro, hallo, hallo, hallo. Ich höre einfach nichts, Bro. So, erstmal gechillt hier neben der Mülltonne Arzt anrufen. Zack, zack. Arzt, Hilfe, mein Ohr ist zu. Ja, guten Morgen, mein Name. Und zwar bin ich heute Morgen aufgestanden und mein rechtes Ohr ist entweder verstopft oder ich weiß nicht, was da los ist, aber ich höre auf jeden Fall auf diesem Ohr nichts mehr. Wie ist das Geburtsdatum? Geburtsdatum. Können Sie um 13 Uhr da sein? Heute schon. Ja, also wenn Sie nicht möchten. Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Okay, bis später. Ja, danke, ciao. Gerne, ciao. Wow, heute schon, hey! Seit wann bin ich Privatpatient geworden? Wie die gesagt hat, ja, wenn sie nicht wollen, dann müssen sie auch nicht kommen. Ist mir doch scheißegal, von mir aus können sie auch top werden. Ja, so, jetzt kommt die Challenge, von der ich mich abgefuckt nochmal 700 Jahre gedrückt habe. Gar keinen Bock auf diese Drecks-Challenge. Aber was sein muss, muss sein. Erstmal hier die gute alte Hafermilch. Ich hatte keine Milch zu Hause. Und ich war zu faul, zum Dings zu gehen, zum Supermarkt und mir Milch zu kaufen. Ich weiß nicht, ob das auch den Schärfegrad hier eindämmen kann, die Hafermilch. Ich glaube aber nicht. So, Junge, Junge, Junge. End of Sanity, Hot Soße. Damals noch mit dem guten alten CEO, Rest in Peace an der Stelle. Alle Leute, die dabei waren, die wissen das, ich habe ab und zu mal diese Chilischoten gegessen und die haben mich aus meinem Leben weggeschallert, Bruder. Aber so richtig, richtig haben die mich weggeschallert. Und das hier soll noch krasser sein. Hier, ich lese mal kurz vor, das ist Schärfegrad XXX. 12, Alter, 0 von 12, einfach 12, höchste Schärfegrad. Und 35% ist Chili drinne, Carolina Reaper, Bro. Ich glaube, das ist die schärfste Chili der Welt, kann das sein? Diese Carolina Corona Reaper. Bro, shit, Alter, ich hab gar kein Dings dabei. Gar keinen Löffel oder so. Fuck, ich hab nicht mal Zewa dabei. Ich hab gar nichts dabei. Gar nichts hab ich gemacht. Gar nichts. Wieso geht das nicht auf? Das riecht schon nach Schaf, Jungs. Jungs! Ganz vorsichtig, Junge. Ganz, ganz vorsichtig. Ich mach so. Ja, ja, ich mach so. Okay, so ist gut, so ist gut. So machen wir das. Bei jeder roten Ampel einmal End of Sanity probieren. Los geht's, Leute. So, da vorne ist, jawohl, da vorne war rot, da vorne war rot. Jetzt ist da vorne nicht rot und wir müssen ein bisschen schneller fahren, auch wenn die Polizei da vorne ist. Kurz mal hier ein bisschen schneller. Okay, jetzt bremsen, nicht, dass es da vorne, nicht, dass hier wieder rot wird. Jawohl, wir haben es geschafft, aber da vorne, wir dürfen nicht stehen bleiben. Oh, 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 haben wir hier die Ampel ausgedribbelt. Dann fahren wir nochmal hier nach links, weil da vorne ist jetzt grün. Junge, was habe ich hier gemacht? Was habe ich hier gemacht? Trick 17. Fahr, Bro, fahr, 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 fahr. Wow! Digga, fahr. Wenn ich es jetzt da über grün schaffe, System komplett ausgetribbelt. Komplett aus, Junge. Ah, ich muss nach links. Ich muss nach links, Bro. Jungs, Jungs, Mädchen. größter Fehler von mir, zu erwähnen, dass ich es hasse, wenn mir jemand zum Geburtstag gratuliert. Gestern, ich weiß nicht, Alter, Bro, ich werde euch alle umbringen. Das Ding ist, Leute, ich kann euch ja nicht mal wegschallern. Dieses Internet, dieses abgefuckte Drecks-Internet. Ihr bewegt euch alle da in einem anonymen Raum, wo ich nicht Zugriff darauf habe, euch körperlich wegzuschallern. Dreck! Ihr seid schlau, klar seid ihr schlau. Kommt doch nach Frankfurt und wünscht mir alles Gute zum Geburtstag. Dann werden wir sehen, wer sich traut. Rot. Rot! Scheiße! Gar keinen Bock. Oh nein, das wird ernst. So, reicht schon, reicht schon. Ich hab so eine Soße noch nie in meinem Leben probiert. Wir müssen uns jetzt irgendwo hier hinstellen. Ich kann das hier nicht während der Fahrt machen. Junge, ist hier kein Parkplatz oder was? Hier ist ein Parkplatz. Passt ich da rein? Ich hab doch dieses Dings, dieses, wie heißt das? Park-Park-Dings. Das automatische Parken. Das muss jetzt hier funktionieren. Zeig doch bitte diesen einen Pfeil an, den du immer anzeigst. Ja, ja, ja! Stabil! Wenigstens wird mir hier ein bisschen Arbeit abgenommen. Schafft er das? Egal, wie eine Eins. Ist krank, das ist krank. Ja, okay, perfekt. Okay, okay, reicht, reicht, Bro, reicht. Lass los. Oh, ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht, Digga, das ist so scharf, Bro. Ach du Scheiße!
Dreck! Alter, ist das scharf. Bruder, ist kein Spaß mehr. Ah, es war kalt. Bruder, das macht keinen Spaß. Ah! 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 Junge, null hilft diese Hafermilch. Null! Ah! Ah, Digga! Ah, meine Zunge. Aua, aua, aua. Ah! Ah! Fuck! Ah! Oh! 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 Ah, wow, heftig. Heftig, wie lange das brennt? Es brennt immer noch. Oh, geil. Oh, es ist hart, das hätte ich nicht gedacht. Wir müssen ganz, ganz kurz zu Aral fahren. Ich brauche Tempo. Ich fahre jetzt kurz zur Aral-Tankstelle. Wir machen eine kurze Pause. Ich brauche Tempotaschentücher oder irgendwelche Tücher, um meine Rotznase hier sauber zu machen. Geht nicht, Bro. Geht nicht. Könnt ihr vergessen. Ich mache hier gar nichts. Gar nichts mache ich jetzt. Oh, scheiße, ich habe es nicht zugemacht. Krass. Wer benutzt das eigentlich fürs Essen? Das ist ja, gibt es Menschen, die das fürs Essen benutzen? So wie Ketchup? So ganz normal. Das gibt's nicht. Kann ich mir beim besten Dreck kann ich mir das nicht vorstellen. Gibt es einen hier in der Community, der das so ganz normal, ja, zur Pommes, zum Burger, Papp, gib ihm die Soße. Wenn es jemanden geben sollte, Digga, komplett die Kontrolle verloren. Komplett die Kontrolle über dein Drecksleben hast du verloren. Guckt euch mal das Auto an. Junge, das ist dieser Honda Drecks-E-Auto, neu, dies, das. Guck mal jetzt, was ich droppe. Richtig Hate-Welle wird jetzt hier ausgelöst bei meinen 3,7 Klicks, die ich hier mache. Hate-Welle des Todes. 3,7 Klicks und 0,5 Leute machen jetzt Hate. Ich halte nichts von E-Autos. Bam! Und ich bin auch der Meinung, dass das keine Zukunft hat. Bam! Was jetzt? Was sagt ihr jetzt? Ja, ist meine Meinung. Auch wenn in diesem Land lange, lange schon keine Meinungsfreiheit herrscht. Trotzdem, es ist meine Meinung. Für mich hat ein E-Auto viel, viel, viel mehr Nachteile. Alleine schon, wenn ich ins Auto einsteige und mir Gedanken machen muss, komme ich heute 200 Kilometer weit. Wird das ausreichen? Oder muss ich irgendwo tanken? Allein schon der Gedanke ist zu viel. Zu viel für mich. Zu viel. Ich will einfach ins Auto einsteigen, 5000 Kilometer fahren, ohne ein einziges Mal zu tanken und gut ist. Und ich will mir auch keine Gedanken machen, ob ich heute nur dreimal Vollgas geben kann oder nur zweimal, Bro. Wisst ihr, wie ich meine? Junge, was ist hier los? What the fuck? Grünpflege. Was pflegt ihr jetzt hier grün? Komm ich hier vorbei oder nicht? Ach du Scheiße, was für Assis. Die fragen ja nicht mal. Die fahren einfach. Das sind Frankfurter. Oh, ein bisschen Fenster aufmachen hier, um die Zunge ein bisschen zu belüften. Ah, da ist eine Tankstelle. Chillt mal, Leute. Ich fahre kurz hier zur Tankstelle und hol mir so ein bisschen Papier. So, jetzt haben wir hier genug Papier für meine Rotznase. Wo fahren wir denn lang? Komm, wir fahren weiter nach rechts wieder. Hör, Digga, rote Ampel. Ha! Dreck. Wir müssen jetzt ein bisschen schneller machen. Nicht, dass es grün wird. Ich kann mich jetzt nicht überall hier hinstellen. Komm schon! Nein, nicht so viel. Gott, nicht so viel. Boah, gar keinen Bock. Schlimmste Soße ever. Wie viel Scoville ist das, Bro? Weiß jemand, wie viel Scoville das sind? Das steht nicht auf der Flasche. Ich muss mal gucken bei Amazon später gucken. Das sind 6 Billionen Scoville. Ah, Dreck, diese Hafermilch hilft überhaupt nicht. Ah! Jetzt fängt einmal meine Nase an. Zum Glück habe ich dieses Papier jetzt. Doch, ich kann kaum reden. Och, ich muss stehen bleiben. Scheiße, kann ich stehen bleiben? Ich muss stehen bleiben, ist mir egal jetzt. Puh, Alter. Wow, die frische Luft tut gut. Die kalte, frische Luft tut gut. Digga, boah, heftig. Ich bin am Überlegen, jetzt hier aufzuhören. Mein Gaumen oben. Ende Gelände, Bruder. Ich krieg auch keine Luft, Alter. Geil. Meine Nase, die hört nicht auf zu laufen. Warte mal, Jungs. Jungs, meldet, wartet. Okay. Beruhigt euch. Komm, wir machen noch einmal bei der nächsten roten Ampel und dann schallern wir noch einen Mülleimer weg und dann war es das mit dem Vlog. Ich muss echt, ich bin auch hier komplett total schaden. Meine Zunge, jetzt ist nicht nur mein Ohr taub und ich höre nichts mehr auf dem rechten Ohr, sondern meine Zunge ist jetzt auch demoliert. Rote Ampel, Digga, einfach rote Ampel. Oh scheiße, die Polizei jetzt hinter mir. Digga, einfach Polizei hinter mir. Die sind mir gefolgt. Ey, jetzt werde ich angehalten. Vielleicht werde ich jetzt wirklich angehalten. Das wäre geil. Ich stelle mich jetzt hier hin. Bro, einfach so illegal. Hä, wo sind die? Digga, die sind gerade ausgefahren. Das juckt dir nicht die Bohne. Egal. Ich gebe es auf. End of Sanity, Alter. Der Name, das ist echt so. Ich weiß zwar nicht, was Sanity bedeutet, aber es ist End of Sanity. Vor Gebrauch schütteln. Ach so, das wurde mir gar nicht gesagt, Bro. Okay. Bro, vielleicht wird's jetzt noch schärfer. Nee, nicht so viel. Chill dein Leben, End of Sanity. Chill dein Leben. Okay, komm.
Schön die Zunge in die Hafermilch gehalten. Jetzt kommt die Nase. Ah, jetzt kommt wieder. Dreck. Ui. Okay, Leute, das war's. Ich entsorge mal hier den Dreck. So, wir klatschen jetzt nochmal ganz geschmeidig die Mülltonne hier weg. Wir sehen uns morgen wieder, wenn mein Ohr befreit ist vom Dreck. Und natürlich werde ich euch auch berichten, was da los war.